Tja, liebe Leute, noch sitzt der kleine Stadtstreicher hier alleine. Aber das wird sich demnächst ändern. Mit wem ich hier sitze, lasst euch überraschen. Tja, und mir gegenüber sitzt eine junge, hübsche Dame namens Sandra. Genau. Und zwar nicht nur Sandra, sondern auch Sandra on Tour. Du sagst es. Jetzt habe ich eine bescheidene Frage. Wie kommt man auf diesen Namen? Sandra on Tour ist, der Name besteht schon sehr, sehr lange, seit über 20 Jahren. Das ist, wie ich meine eigene Band gegründet habe, haben wir gedacht, was kannst du machen? Da haben wir gedacht, das klingt einfach geil, oder? Sandra on Tour, merkt sie jeder, der Name bleibt mir, weil ich ja die Sandra bin. Und somit hat sich das so ergeben und der Name wurde geboren. Du bist jetzt nicht das klassische Schlagersternchen, das über Nacht entdeckt wird und auf der Bühne mit Sexappeal die Männerherzen bricht. Du bist ein moderner Ex, du mit einem Hyper-Sex. Alles, was du machst, ist so Das würde ich jetzt nicht so sagen, ja. Also wir haben immer mit Band in Informationen gespielt, auf Hochzeiten, Geburtstage. Das heißt, ich war immer sehr lange Jahre inkognito unterwegs, ja. Und habe mich jetzt erst seit dem Lockdown ist es geboren worden, dass ich einfach jetzt eine Solo-Karriere hinlegen möchte. Und ja, natürlich bin ich nicht das Schlagersternchen, aber die Herzen der Männer, die erobere ich sehr wohl. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, da fängt die Was war bei Sandra on Tour vor der Musik, wenn es was gab? Sandra on Tour vor der Musik war der Kirchenchor. Der typische Einstieg in einen Kirchenchor und begonnen mit Querflöte zu spielen. Ja. Also cool. Eigentlich der Standart. Ja. Jeder Musikding, so rutscht man da rein und ja, so ist es dann mehr geworden. Ja. Das heißt, du hast auch klassische Erfahrungen? Ja, teilweise ja. Ja. Aber das, da habe ich schnell bemerkt, das war gar nicht meins. Ja. Gestern, das ist schon weit gut. Und für morgen ist noch nichts mehr. Du, allein sein ist nicht gut. Weil du bleibst halt doch verliebt. Was soll noch draus werden? Einfach den Weg zu gehen, ja. Einfach rauszugehen mit der Musik, ich bin jetzt da und präsent zu sein, präsent zu werden, vielleicht ein bisschen bekannter zu werden, ja, und neue Songs im Programm aufzunehmen und einfach raus in die Welt damit, ja, und schauen, was passiert. Deine Musik nennt sich quasi Trance-Schlager. Ja, das haben wir kreiert, genau. Das ist nichts anderes als Songs mit deutschen Texten und wirkliche aus dem Schlager einfach ein bisschen auszubrechen, ja, und einfach die mit Trance Beats wirklich aufzupeppen, ja, dass es so richtig trancig fetzt. Ja. Du selber Texte? Ich habe früher Texte geschrieben, habe nie jemanden gehabt, der was mit der Musik gemacht hat und ich habe jetzt vor kurzem einen Text geschrieben, schau mal, was wird. Ja. Du singst jetzt Deutsch und ich habe es gemerkt, es ist ein leichter wienerischer Einschlag drinnen und klingt natürlich extrem sympathisch. Hast du vor, auch so richtig Dialekt mal zu singen? Jein.
Eigentlich ist es witzig, weil ich bin weder gebürtige Wienerin, eigentlich komme ich ursprünglich aus der Steiermark und man hört das vom Akzent überhaupt nicht mehr. Jetzt lebe ich seit Jahren in Wien, aber mir liegt einfach der Dialekt viel mehr, ja, und der taugt mir einfach und ja, ich glaube, das wird auch noch was. Ist Jetzt habe ich auf deinem Facebook-Auftritt gesehen, du hast einen, sagen wir mal, gemeinsamen Bekannten mit mir, mit dem kleinen Stadtstreicher, nämlich einen gewissen Alexander Schneller. Ah ja, der vom Zirkus. Ja. Hast du auch mit dem Alexander schon mal was gemacht? Vielleicht gesungen auf seinen Charities oder so? Nein, leider. Ich kenne ihn, seit er ein kleiner Bub ist, ja. Und ich liebe den Zirkus Picard, das ist einer meiner Lieblingszirkusse, ja. Und immer wenn er irgendwo in der Nähe ist, sind wir zu Gast, ja. Und wie gesagt, ich kenne ihn seit klein auf und das wäre natürlich mega, ja. Aber es hat sich noch nicht ergeben. So, der kleine Stadtstreicher eingerahmt von zwei Vollblutmusikern. Das wollen wir jetzt nicht testen mit reinstechen, keine Sorge. Es ist relativ selten, dass eine Künstlerin von einem Familienbetrieb auf der Bühne unterstützt wird. Wie seid ihr, ihr seid ja Brüder, die kannst du ja vorwegnehmen, wie seid ihr an die Sandra geraten? Genau. Also der Christian ist ja später dazu gestoßen, ich kenne die Sandra schon sehr lange, wir haben schon vor 15 Jahren Musik gemacht gemeinsam, immer wieder auf der Bühne gestanden, haben auch ganz tolle Erlebnisse schon miteinander erlebt und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir heute wieder da gemeinsam spielen dürfen, beim wunderschönen Schloss Neugebäude und es ist einfach nur ein Hetz, es macht viel Spaß, ja. Und ist die Sandra ein guter Boss quasi auf der Bühne? Auf jeden Fall, ja. Die Sache ist, ich weiß die Reihenfolge der Nummern, das ist heutzutage nicht mehr so. Bei manchen Sängerinnen, die machen jetzt kreuz und quer. Was sie vom Gut kann, ist moderieren, Stimmung machen, macht, die Leute unterhalten und sie weiß genau im richtigen Moment, was zum Tun ist, zum Sagen ist. Und ja. Sie führt da ganz toll durch den Tag. Sehr Stärke. Dein aktueller, kann man ruhig schon sagen, Hit, ja, heißt Freiheit. Genau. Wie entstand denn das Lied? Das Lied entstand dadurch, dass das ist der Startschuss, ja. Der Startschuss von einem Neubeginn, Start in die Freiheit, ja. Einfach etwas anderes zu machen, auszubrechen. Ich habe dann ein Management kennengelernt, wir haben uns da zusammen gesprochen, ich selber hätte mich da nie so getraut. Ja. Und ja, der hat mich einfach ermutigt, diesen Weg zu gehen, ja, denn was ich schon Jahre davon träume, ja, nicht nur davon träume, sondern mache es einfach, tue es und ich habe da die mega Unterstützung hinter mir und ja, so ist es dann entstanden. Ja. Der Text ist ja, wenn man genau hinhört, durchaus mit sehr vielen kritischen Passagen versehen. Ist ja das auch eine Herzensangelegenheit? Ja, definitiv, ja, weil gerade was so rundherum und alles passiert, es ist definitiv, ja, es ist genau für mich konkurrent. Ja. Das heißt, deine Texte stammen quasi aus dem Leben? Ja, also der Text definitiv, aber den habe ich nicht selber geschrieben. Ja. Da gab es einen Texter, ja, und der hat es sehr, sehr gut erwischt.
Was willst du von deinem Leben? Und was kannst du gehen? Was macht dich aus? Und was machst du draus? Gibst du alles, was du hast? Ist es Zwang, was du machst? Kann's nicht noch ein bisschen mehr sein? Ich brauch nicht viel und dann bin ich frei. Für das offene Interview. Dankeschön, hat mich gefreut. Wo ist denn der vierte, fünfte, 500? Ich brauche euch kurz da. Soll das live? Ich brauche die Sandra. Das wird live über da. Soll das live? Sandra. Nein, ich brauche, also, das sind meine Favoriten. Machen wir Making-of auch dazu, das ist spannend. So.